vor 5 Jahren Schauplatz der Aufstiegsparty von Phoenix. Hunderte von Fans waren von der Ische quer durch die Stadt auf Elbers Gelände geströmt. Jetzt wieder die Location für eine ausgelassene Party. Nicht nur, aber natürlich auch mit vielen eingefleischten Fans. Ja, herzlich willkommen bei der 7. Basketball-Party-Nacht. Im Feuervogel ist schon ganz schön was los. Können wir mal reingucken? Ja, so viel sehen wir von hier nicht. Das seht ihr gleich reingeschnitten. Wer bist du denn? Also ich bin Lennart. So, dann haben wir den Florian noch. Du willst ein bisschen feiern, tanzen, trinken. Was ist so die Prioritätenliste? Wie viel tanzt du, wie viel trinkst du und wie viel gehst du ab? Auch feiern und trinken. Mal gucken, wie viel es wird. Schon drin? Nein. Ihr wart noch gar nicht drin? Nein. Aber ihr habt richtig Bock heute. Ja. Eigentlich schon, ja. Was ich mir hoffe, einen schönen Abend mit meinen Freunden. Ich bin mit meinen Freunden unterwegs, viel zu tun. Von daher denke ich, wird ein feuchtfröhlicher Abend. Dann gehe ich nach Hause, schlafe mich aus und gehe morgen zum Fußballspiel. Vor dem Ausschlafen gibt's die Party, unter anderem mit MC Crazy aus Hamburg. Crazy Ansagen in American Dinglish und feinster Hip-Hop der alten Schule. Auch die Spieler zieht's auf die knackvolle Tanzfläche. Ordentlich was los, wie gefällt's dir denn? Ja, mir gefällt es ganz gut. Mal gucken, ich bin relativ spät gekommen. Mal gucken, was noch so geht den Abend und dann werden wir den Abend rocken. Ne? Den Abend rocken auch die Jungs von Smooth Attack. Hip-Hop mit Schmackes und das aus Haken. Yo, Smooth Attack, Smooth Attack. Wir hängen cool Rap, cool Rap. Als er sich das Getränk vermisst. Da ist ihm das Himmel leider mehr als Winter nicht ist. Pack ich die Facke so lang weiter, bis die Schließwinter ist. Feiern ja die Phoenix Stars auch mit. Wie findest du denn die Saison bis jetzt? Ja, bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Also ich glaube im Moment Platz 10, ist das richtig? Das ist richtig. Ja, ist ganz okay. Ich war bei ein paar Heimspielen dabei, da haben sie auch ordentlich gerockt. Mal gucken, was noch so geht, ne, in Sachen Playoffs. Das bist die Bude-Band, Bude-Band. Okay, schnell Applaus und dann zählt's deiner Frau. Yeah. Unser Felix bewirbt sich um einen Nebenjob als Hip-Hopper. Großen Auftritt gehabt, wie war's? Ja, die Leute sind ganz gut abgegangen. Vorne in den ersten Reihen haben die Mädels ganz gut mitgetanzt und wir hatten auch Spaß dabei. Ja. Ja, wir hatten eigentlich geplant, hier auch mit dem Hubschrauber anzukommen. Ein bisschen Pyrotechnik, Feuer und so, aber es hat das Budget leider gesprengt. Ja, beim nächsten Mal vielleicht dann. Es gab zwar Probleme, aber wir sind halt schon so weit auf dem Level, dass das halt keiner mehr merkt. So. Deswegen alles ganz gut gelaufen, denke ich. Ne? Ja, wir haben den Felix mit verhaftet für den Auftritt und war auf jeden Fall eine coole Nummer, hat Spaß gemacht. Er kann also nicht nur die Fans in der NRW Arena nach vorne treiben, er macht auch als MC Felix eine gute Figur, genauso wie DJ Storch. Jetzt kommt erstmal noch Bamberg nächste Woche. Wie schätzt du da eure Chancen ein? Heim? Ja, zu Hause haben wir eigentlich immer, glaube ich, ganz gute Chancen. Mit dem Publikum im Rücken, ohne jetzt großartig zu schleimen. Aber das ist wirklich so. Bamberg hat heute auch verloren. Wie die diese Niederlage jetzt verkraften oder verarbeiten, das wird man dann sehen. Sieht auf jeden Fall schlagbar. Und ja, jetzt brauchen wir eigentlich jeden Sieg. Braucht man zwar schon vor einer Weile, aber jetzt ist es halt wirklich so. Wenn du jetzt noch ein, zwei verlierst, dann glaube ich, kannst du das Thema Playoffs abhaken. Grandmaster Stirnband Larry Gordon macht währenddessen einen Haken an sein DJ-Debüt, zum Gast-DJ gewählt von den Phoenix-Fans. It's showtime, time to go get me a quarter. And baby girl, you're looking so fine, so you ain't gotta wait in no line. Nah.